krass, ne? Hier, das Ding hinter uns. Da passt gerade mal die Bühne rein. Früher wart ihr echt mal cool. Du bist ein bezahlter Dienstleister. Die Schnee hat es mir schon angetan. Der ist jetzt einfach offiziell Manager, oder was denkt ihr? Wir müssen da was tun. Wenn man dich irgendwann begräbt, dann bist du mit diesem Ding in der Hand und dann liegst du in deinem scheiß Sarg, Alter. Alter, Mann! Lass mal mit deinen scheiß Schuhen! Ja, wenn Zeiten sich ändern, zitiere ich immer gern so Bob Dylan, ne? Times are changing, man. Da komme ich da an und alle am Kreischen, die ganze Reihe des Palladium, da stehen 4000 Leute, die rein wollen. Ah, Ladies, was geht ab? Alles gut, ja? Ist auch perfekt, ne? Und wollen wir ein paar Selfies machen oder irgendwie sowas? Ciao. Mein Fahrrad ist da, ich muss weiter. Ciao. Was ist los, Digga? Hä? Alles fit? Alles gut? Einmal. ¿Qué pasa, colega? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? Qué bien verte. Bien, qué lindo te veo, man. Mira, mira, el man, play. Qué estilazo, qué hombre. Gabriel oder Gabby ist total wichtig. Der hat so einen richtigen Push gegeben zu allen. Es war genau, was needed war, so. Jetzt wollen wir ein bisschen Fokus mit dir, ja? Hier jetzt fokussieren. Ich spiele jetzt Hammer Cup, ne? Es geht los. Ihr wisst, heute die Show wichtig. Ne? Wichtig, okay. Zählt mir noch. Machst du klare Ansagen, ist halt so. Ne? Aber die Wahrheit ist nicht immer cool. Ne? Und das, was passieren muss, ist auch nicht immer nice. Catering, was zu essen. Wir sind snacken, ein bisschen chillen vom Soundcheck. Lass doch erstmal Soundcheck machen. Wir sind gerade fertig mit Soundcheck, Alter. Ja. Wir haben doch bis gerade Soundcheck gemacht. Wir haben doch halb sie, heute ist doch später an. Nee, Alter. In 5 Minuten ist Einlass. 18.30 Uhr ist Einlass. Ja, hat so eine Inselbegabung als Saxophonist und alles andere ist halt schwierig für ihn. Es gibt nur eine Lösung, der braucht auf der Bühne einen Betreuer. Ehrlich, echt kein Bock gerade über den Raul zu reden, so. Ja, ey, Raul, das ist ja wohl echt das allerletzte. Ohne Scheiße, her damit! Was geht? Ich spiel nicht, Alter, echt! Diskutiert seine Kröte aus! Ja, der wird schon noch sehen, irgendwie, was er davon hat. Ganz klar. Wo ihr gerade so beieinander wart, wir wollten noch über den Sound kurz sprechen. Wir haben das geklärt, ne? Wegen der Kalimba, ihr redet rechts. Nicht mit den Musikern, ne? Das ist wichtig, wirklich. Die müssen und deswegen wolltest du ne? Die 2 Kilohertz. Die Technikprobleme dürfen die nicht stören, ne? Das ist wichtig, wirklich. Die 2 Kilohertz. Echt nicht. Und ich kann ganz gut verhandeln, ne? Ich habe das gelernt. Manchmal ist halt andere Ansprache, die du manchmal hast, ne? Er meinte, heute gibt es keine Kalimba. Heute gibt es keine Kalimba, aber wir haben es doch eben geprobt. Hey Guido, bitte, ne? Muss ich fokussieren. Ich weiß, ich verstehe das auch, ne? Also das ist wirklich dein Ding, aber geht nicht, ne? Die müssen sich konzentrieren. Kalimba, ne? Heute nicht. Also mein Umgang mit der Crew ist schon tough, so, ne? Kennen die gar nicht. Wir kommen jetzt hier gleich durchgelaufen, bitte. Stellt euch bitte mit dem Gesicht zur Wand, alle, ja? Alle hier einmal aufstellen, bitte, dass die Band hier durch kann, dass es bitte keinen Blickkontakt gibt. Ganz wichtig für die, ja? Ganz wichtig. Amigo. Ja, und Ritter.
Okay, könnt euch wieder bewegen, bitte. Weiter geht's. Lenny, hast du eigentlich schon mal einen süßen Hund gesehen? Ey, ich hab den gesehen. Ich hab den gesehen und ich hab gedacht, ey, der passt so krass zu meinem Lifestyle. Hast du ihn heute geholt? Ja, ey. Ja, der war halt irgendwie in so einem Heim und so und der hat dann so süß geguckt. Schwarz, klein, süß, passt zu allem. Perfekt. Das war lieber auf den ersten Blick, oder Kalle? Kalle, komm dann mal her. Naja, aber sonst hört er eigentlich schon ganz gut. Super, der passt voll zu deinem Style auch. Ey, finde ich auch. Mega gut. Richtig, ja, cool. Das ist krass, ne? Ein Hund macht eine Frau direkt attraktiv. Echt? Ja, unfassbar. Hey, Puderfee, na? Hallo. Wow. Das ist doch gar nicht nötig. Ruschi, ja. Kapuschi. Ich weiß nicht, also ich denke schon so, für die Bühne ist schon irgendwie ganz, ganz wichtig, nee, dass man... Nein. Ne? Schönes Rot, so wie die Liebe, ne? Boah, Andi, das ist echt krass. Ey. Also wird ja immer extremer, so... Ja. Jetzt mal Titten auf den Tisch. Also vielleicht kann ich nicht das erwidern, was du gerne erwidert haben würdest. Weißt du, wie ich das meine? Ja, also ich glaube, dass der Hund dir auch irgendwie reingeredet hat. Also der vernebelt die Sinne. Andi! Geht ja gar nicht. Was ist los mit dir? Boah, was für eine Stimmung. Ne? Einfach kein Klaps auf den Po, sondern, glaube ich, ein Klaps einfach auf die andere Backe. Ey, jetzt! Mann! Bist du da so weit raus? Dann müssen wir am Ende, ne? Das ist hast du das Topf? Ja, hab ich. Was ich gefragt habe. Guck mal, ich hab jetzt auch schon hier eine Dinge gepackt, ne? Klar, sieht aus wie meine Tabletten, das sieht auch gut, ne? Das ist ein ganz normales Vitaminpräparat. Das geht euch gar nichts an. Bist du ein bisschen motiviert? Hast du? Wie viele direkt schiefen? Brauchst du Wasser, Muli? Medizin, oder? Gib es. Das war Medizin, oder? Der Junge ist motiviert. Das geht Feuer heute, finde ich. Das war Medizin. Okay. Der ist halt richtig gut drauf. Hoffe ich doch mal. Gabriel ist ein Amigo. Der ist richtig ein cooler Typ. Das ist ein Latino, mit dem komme ich gut klar. Ich kann ja auch relativ gut Spanisch und so. Tengo ganas de comer coños. Gut gelesen, ich fand es richtig geil. Nein. Que tiene ganas de comer coños, dice. Sí, sí, sí. ¿Qué te pasa, man? Sí, sí, sí. Sí. Okay. Me llamo Sebastian. Hey, hey, hey. Yeah. Okay, hey. Über Gott und die Welt haben wir uns unterhalten. Das war super nett. Die beiden auf Spanisch sich so ein bisschen ausgetauscht, irgendwie, woher sie kommen, was sie so machen im Leben, worauf sie Bock haben. Hey, ich meine die Mütze, die der trägt, weißt du? Meine Oma hat die Mützen gemacht damals, weißt du? Camisa de donde la compré aquí, una cerveza grande. Por favor. Una tienda muy fina. Oye, estás un poco pesado, ¿no? Está un poco pesado, ¿qué le pasa? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es como mucho marihuana. Es una cerveza grande. No fumas tanto, no fumas tanto, no te haga bien. No fumas tanto, no está bien para ti. Sí, hey, amigo. Das ist nur heiße Luft. Der Typ, der sagt, wer international, der kommt, glaube ich, irgendwo aus Beul oder so? Bei Bonn so ein kleines Kaff? Gracias, gracias. Mucho gracias. Sí, sí, sí. Jungs, mucho gracias. Cerveza. Ich war total erstaunt, dass der Schnitzel so gut Spanisch kann. Hey. Was ist denn schon wieder? Was ist los, ey? Hey, Carlos, kann ich kurz nur mit dir sprechen? Ja, okay, ja, nach gestern weiß ich, aber ich bin mal nicht so, ja. Ich hatte schlecht geschlafen die Nacht und mir überlegt, so kacke, dieser Beef mit Carlos. Die beste Lösung war einfach, ihm zu zeigen, was ich für ein großer Fan von ihm bin und habe halt ein richtig hochwertiges Fanshirt für ihn gebastelt. Also du bist echt ein Vorbild für mich und ich möchte aber nicht, dass das jetzt zwischen uns steht und unsere Freundschaft aufs Spiel setzt. Und so. Okay. Habe ich was Besonderes für dich? Und ich möchte dir dieses T-Shirt schenken. Ach du Lüchse. Ich habe dir ein geiles Fanshirt gebastelt. Wie geil bist du denn? Ich dir zeige, dass ich dein größter Fan bin. Scheiße, Mann, ey. Ich war echt sauer, muss ich sagen, Lenny. Aber nach so einer Action? Ja, ist alles vergessen, Mann. Alles vergessen. Ey. Alles vergessen. Bester, komm, lass dich drücken, komm. Geil, du machst mich so glücklich, Junge. Vielen Dank. Junge, zieht euch das T-Shirt mal rein. Ey, guckt euch mal dieses T-Shirt an. Ey, guckt euch mal dieses T-Shirt an. Das ist der Carlos, Junge. Der ist da.
Naja, der Raul hat ja Wallas Instagram-Account übernommen und hat dann mal alles, diese ganze Scheiße gelöscht, diese selbstdarstellerischen Posen und hat irgendwie angefangen, mal schöne Sprüche zu posten, die den Leuten irgendwie ein bisschen so, what for the heart, sag ich mal, ja? Ne, yeah, yesterday, now, tomorrow, you should live in the moment. So, okay. Das ist geil, ne? Das ist irgendwie der Spirit, glaube ich, den wir ein bisschen, follow your dreams, you know the way. Not the future, not yesterday, now we live for the moment. Was geht ab, Leute? Was geht ab? Ein Account resettet. Ja? Was? Dumbledore, den mag ich. Wie? Hä? Alter, willst du mich verarschen? Wie war das? Yesterday, tomorrow, beides so durchgestrichen, oben so ein Yes, irgendwie so. Mukta Nepal? Was soll das denn, ey? Im Ernst jetzt mal, oder was? Ja, ja, ist doch geil. Wir ziehen das jetzt durch, das Geld liegt da drin. Also der Stricher muss weg. Wir klauen ihm das Geld raus und stecken es dem Gabriel dazu. Keiner da. Nimm du das Geld. Ja, nimm du das Geld. Nee, nimm du das Geld. Komm schnell. Komm. Mr. Gabriel? Ja, bitte? Können wir kurz vielleicht mal reden? Ja, klar. Also als der Pitti kam, ne, ich war voll gerührt, ne? Ich hab echt so, Alter, krass, ne? Ich hätte nicht gedacht, dass der das so macht, ne? Aber der Junge ist ein Diamant, ne? Das rote Diamant, ne? Ich hab mir überlegt, ich gehe jetzt in den Scheißraum rein, steck dem die Kohle zu und geh wieder aus dem Scheißraum raus. Geil, ne? Gut nach vorne das Ganze, ne? Das ist ja ein Fan, aber trotzdem ehrlich bleiben, glaube ich, sehr. Ja, auch wichtig, ne? Okay, ich bin echt cool. Danke dir. Wirklich, wirklich. Ja. Ich will auch, dass ihr ja, Grip halt, das war auch mein Ding. Genau. Wir brauchten den... Vor allen Dingen den Hubi, weil der Hubi nämlich, wir wussten, dass der sofort sich beschweren geht. Als ich das gehört habe, war ich in meinen ersten Eindrücken sowas von bestätigt und habe mich sofort auf die Suche gemacht, wo dieser Typ ist. Ja, wir müssen was machen. Der seid ihr euch sicher? Neue seid ihr euch sicher? Den habt ihr es gesehen? Millionen Prozent, ja. Und du, eins. Du auch? Ja. Ja. Oh, wo ist der? Ey, wo ist der? Ja. Ja. Hallo, die Show geht gleich los. Da draußen stehen 4000 Leute. Was? To my hallo. Man, it's getting hallo. International. Fokus. Armageddon und alle zerfleischen sich nochmal. Also ich hab nur Zombies gesehen. Wie ist aus Peru, Alter? Dann lag der da rum wie so ein Häufchen irgendwie und dann, ja, hab ich gedacht, klar. Ja gut, ne, und dann habe ich mir halt das Handy zurückgeholt, klar, und dann war Show. Und dann lacht er mich noch doof an, da warst du mit dem Carlos auf der Bühne und... Ja, und dann ist er von der Seite gekommen. Also der Raul jetzt, ne? So, ja. Und das ist nicht einfach, mein Herz so zu touchen, wie der das gemacht hat. Das ist ja das Größte für mich, was passieren kann, weißt du, dass dann der Carlos da kommt und sich dieses T-Shirt auch noch live vor den Leuten drüber zieht. In dem Moment ist in mir was explodiert, was hoffentlich was nie wieder anders sein wird. Also dieses Gefühl, ich glaube, so fühlt sich Liebe an.
Ja, Mama, ja. Ja, nee, Show, die Show, ja, war cool, auf jeden Fall. Ja, ich würde fragen, ob es ist okay, wenn ich heute vielleicht eine halbe Stunde später oder so nach Hause komme. Ach, oh, doch, komm, bitte. Ja, alle anderen sind auch noch hier, die bleiben auch noch ein bisschen. Komm, halbe Stunde, bitte, bitte. Okay, venga, gracias. Hasta luego, te quiero. Un beso. Wie er mit seiner Mama telefoniert, ne, das erinnert mich an mich selber, ne? Weil das Ding ist, ne, hier gibt es immer so das Ding, so Muttersöhnchen, dies, das und so, ne? Hey, die Frau hat dir Leben gegeben, Bruder. Ich habe selber auch Ziele und die möchte ich auch mit der Band verwirklichen. Und ja, als Gabriel die Kohle veruntreut hat, habe ich meine Chance gesehen, Manager zu werden. Sorry, das muss ich einfach vertragen. Ja, egal, oder? Oder? Ja, Mann. Ich glaube, scheiße, begraben wir das Kriegsbein. Nicht zu danken, gerne. Alter, das war so geil, ne? Junge, was ist das denn hier? Was ist das für eine Kohle? Keine Ahnung, Alter, weiß ich nicht. Was ist das für eine Kohle? Keine Ahnung, was ist das für eine Kohle? Weiß ich nicht. Kommt er zu mir, nimmt mich in den Arm, ne? Toucht er mich ab, Alter, zieht mir Geld, ich denke mir, was ist das für Kohle so? Hat er mir das da reingesteckt, so, ne? Ey, das ist die Kohle, die wir mit Tickets und Merchverkauf heute gewonnen haben. Aber du weißt nur, was das für eine Kohle ist. Ich weiß das. Ja? Ich hab mit denen. Keine Ahnung, Alter, meinst du, ich brauch dein Geld oder? Nein, nee, nichts. Ich brauch dich halt Geld. Was willst du denn? Was willst du denn? Du hast uns Geld, unser Geld veruntreut oder was? Hat Geld veruntreut. Ja, wieso das denn? Ich hab mein eigenes Geld. Die ganze Scheiße hab ich verdient, so, weißt du? Meine Kohle, Alter. Frag mich, wie spät es ist. Sag ich dir, wie spät es ist, Alter. Alter, das hier ist mehr wert als die ganze Kohle. Was meinst du, das brauchst du überhaupt nicht, Alter? Du bist nichts wert, Kollege. Du bist nichts wert. Ich bin nichts wert, Alter. Ich riech bin nichts wert. Riech mal dran. Hört nicht mehr dran. Du gehst mit deinem Geld um. Danke. Ja. Mal, gehst du mit Geld um? Wer das aufsammelt? Wer das aufsammelt? Hier, unsere Techniker sammeln das auf. Du hast mit der Band jetzt nichts mehr zu tun. Du bist raus. Unsere Techniker sammeln das auf. Das kennen wir noch, Alter. Ey, das der Jojo. Weißt du, der Jojo davon, dass du die Kohle hattest? Ja. Was denn? Ey, ist ja noch mehr. Ist ja noch mehr. Ja, keine Ahnung, Alter. Das ist nicht unsere. Boah, weißt du was? Man hat Kohle gefunden. Beim Gabby. Das ist von uns. Das ist von uns. Der hat die veruntreut. Der hat die geklaut. Ja. Der Gabby hat die geklaut. Ja. Unser Manager, unser neuer Manager. Hat Daniel irgendwann angefangen zu schreien. Du warst es oder irgendwas, ich weiß nicht mehr genau. Und es hat sich so hochgeschaukelt. Irgendwas lag da im Busch. Ey, hat der Gabby Kohle veruntreut oder hat er die geklaut? Hat er die Kohle geklaut? Hat er die der Kohle Daniel geklaut? Hat geklaut. Aber es war seine Idee. Ich habe damit doch überhaupt gar nichts zu tun. Gut, ich habe ihm die Kohle zugesteckt. Aber ich habe damit eigentlich nichts zu tun. So, ich habe mich mit dem so Kontrolletti. Ey, hatte, was eine Show. Ey, Junge. Ich komme gerade vom Autogramm schreiben. Ich sag du, sag komm, ihm. Ich unterschreibe schreib auf deinem Tuch. Ja, cool. Boah, das ist geil. Ey. Es läuft, weil Struktur drin ist. Kohle. Ich hab Kohle geklaut. Ja, stimmt gar nicht. Ich hab Kohle geklaut. Ich hab Kohle geklaut. Gabby, yeah. Die Story, was ist das für eine Scheiße? Ey, das ist geil. Alter, was ist das für eine Story? Was ist das für eine Story? Er hat Kohle geklaut. Du hast die Kohle geklaut. Dann hast du noch alle was? Hast du noch alle was? Ich bin genau der Falsche. Aber weil es genau der Falsche ist, er hat Kohle geklaut. Ich klau Kohle. Ich brauch deine scheiß Kohle gar nicht. Ich will nicht rumlaufen, Alter. Wenn du brauchst deine scheiß Kohle, ich hab. Geil, das war ein satter Treffer auf die 12. Also, dass der nicht zu Boden gegangen ist. Gibt er mir eine Ohrfeige, weißt du? Hättest du mir das gegeben vor 3-4 Jahren? Zack, ne? Killkopf, Alter, Solarschlag, zack, auf die Knie und Feierabend, ne? Oh Mann, ey, der Gabriel macht den platt, er macht den platt, wenn er da noch zwischen geht. Krasser Shit, ey. Wo sind das gesehen? Jetzt ja, ja. Echt, die sind ja voll durch. Was ist denn los, ey? Was ist da aufgepumpt? Ich bin doch so pumpt von dem Konzert, ey. Das ist so. Bäm, den ganzen Tag schon. Sehe ich so in seinen Augen irgendwie so wieder diesen Blick, den ich auch die letzten paar Tage beobachtet habe, irgendwie so ein Wahnsinn. Ey, was ist denn los? Ey? Du warst auf der Bühne auch so, keine Ahnung, ich hab mich wieder ganz so ein Tier, ich hab doch ganz ekelhaft schon fast. Was machst du dich da? Jetzt stellst du dich aber an. Okay, ich hab dich einmal weggehauen, aber du standst einmal faul in Junge, der Gegend. Junge, fünfmal mindestens. Faul in der Gegend hast du also, wir hatten vorher Absprachen mit der Bühne, weil es gab ein extra. Der hat 100%ig hat er irgendwas genommen, Steroide oder was weiß ich mit welchen Aufpuschmitteln, der sich vor dem Auftritt jetzt hochpusht. Das sieht man auf der Bühne auch, wenn er da wie ein wildes Tier das Publikum anbrüllt, als wären das alles irgendwelche Rentiere und er der Löwe, der da, das ist doch bescheuert. Also früher hattest du so einen Lörres, ja? Ich hab dich gestern duschen sehen, der ist so klein, du hast auf jeden Fall irgendwas heißen? Genommen. Alter. Steroide, Junge, komm her, komm drauf! Fall drauf! Ah, Mann! Alter! Ja, hier, hast du was? Nimm das mal. Nimm mal das. Nimm doch mal das. Der Mull, ja, ist halt ein Beißer. Ich glaube, der wollte den Lenny beißen. Du bist nicht oberflächlich. Gib doch mal was. Du kannst doch hier nicht fertig machen, du Sau. Komm her, Junge.
Ich dachte, ich habe dir gesagt. Ich mag dich hart. Ich es weiß, ist aber so. Ich, es ist so. Sei mal nicht so oberflächlich. Sei mal nicht so oberflächlich. Mann, du. Nein, wie du. Du kommst hier immer an mit deiner Scheiße. Es sind Gefühle. Es sind tiefe Gefühle. Es sind tiefe Gefühle. Ja, aber meinst du, ich habe dann irgendwie gar kein Herz oder was? Natürlich ja? hast du das Herz. Natürlich hast du das Herz. Und das werde ich erobern. Man hat sich echt wie so ein Hund in meiner Wade verbissen und... Und der hat halt anscheinend echt wirklich meine Achillessehne getroffen, denn das hat mir richtig wehgetan, die Worte, die von ihm kamen. Weißt du, wie schwer das für mich ist? Ja, dann sagst du, bleibst da. Aber vielleicht ist das nicht das, was ich brauche. Oh, was ging denn hier? Was ist denn da los? Boah, sind die verheiratet oder was? Ich bin weich. So, Alter, ey, du bist nicht nur weich, ey. Also, ich hab noch nie so was Weiches gesehen. Du bist ein scheiß Wackelpudding, ein scheiß Puddingteilchen, so weich war der, echt. Wir sagen darauf erstmal ein Champagner oder was, Mann, ne? Gaba, ne? Aus Spanien. Wie, das ist kein Champagner? Gaba. Ja, ich hab doch gesagt, dass wir einen Champagner haben nach der Show. Ja, das ist was viel Besseres. Gaba aus Segovia, aus meiner Heimatstadt. Aus Espanja. Ja, scheiß Heimatstadt. Gaba. Ich will einen Champagner haben. Trinken, ist doch ich will einen Champagner haben, hab ich gesagt. Ich will nicht hier so ein... Was, was ist das denn hier? Wie so ein Katalanen, so Spalterscheiße oder das was? Das ist viel besser als dieser Champagner aus der Dordogne oder woher der auch kommt. Südfrankreich, Champagner. Da kommt der her. Ich hab gesagt, das musst du doch kennen. Das ist das doch direkt ist an der Grenze zu deinem scheiß Spanien. Wie du hier rumläufst überhaupt, ey. Was ist das? Ein Mix aus... Wie, was ist das? Die Mütze ist aus Peru hier, das ist auch aus Peru, das ist Ecuador. Ja, ja, Alter. Aber bei Amazon bestellt, oder? Was willst du denn, Alter? Was denn? Du hast doch gar keine Alter. Haare, was willst du denn überhaupt? Junge, was bist du eigentlich für ein Kosmopolit? Aber was soll denn die Scheiße jetzt? Du hast gar keinen richtigen Champagner. Alter, du gehst mir so auf den Sack schon die ganze Zeit. Willst du mich jetzt prügeln, oder ja, was? Ja, ich prügel dich. Was soll auch. Denn diese scheiß Männlichkeitsgehabe jetzt mit dem Prügeln, hä? Was, ey, was ist denn? So in die Fresse schlagen. Was ist denn? Prügelst du dich, oder was? Ja, und dann ist dieser Schnitzel so vor mir und sagt, dass er sich nicht prügelt. Dann hat er noch diese schönen blonden Haare. Warum soll ich mich denn prügeln? Was ist denn das für eine hier? Alter! Raul! Wo bin ich? Alter! Alter, was ist das für ein jetzt hier? Musst du mich eigentlich verarschen oder was? Was hast du gemacht, hä? Vorhin auf der Bühne? Was sollte die Scheiße? Das ist schon auch so ein Hulk, ne? Wenn er immer aufdreht, so. Deswegen nennen wir den auch den Walk. Verpiss dich bloß! Kein Bock mehr auf dich. Echt? Am besten verlässt du die Band, Alter. Ich weiß auch nicht. Jetzt. Cool, Alter! Was? Willst du jetzt doof kommen? Was? Okay, stopp. Ihr habt euch jetzt wirklich 4 Folgen von dieser Querbeat-Trash-Soap reingezogen. Aber wie soll das hier noch weitergehen? Eine Klopperei nach der anderen. Querbeat-Intrigen, grenzenlose Arroganz. Alles für die Kunst? War doch nur mal eben so gedreht. Kein Aufwand nebenher. Okay, es waren immerhin 7 Drehtage, 3 Kameraleute, Regisseur, Maske, Requisite, Schnitt, Story-Editor, Script-Supervisor, Beleuchter, Produktionsleitung, technischer Leiter, Supervision, Sichten, Catering, Aufbau, Abbau, Hands, Roadies, Tourmanager, Agentur, Fotografen, Tourmeister, Monitor. Und wieso das Ganze? Keiner weiß warum.